Hallo meine lieben YouTuber hier und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Bibis Movie Channel. Ja, meine Lieben, ich bin heute zurück mit einem neuen Auspackvideo und ich bin mega, mega aufgeregt, Leute. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie aufgeregt ich bin, denn ich packe heute ein Geburtstagsgeschenk von mir aus. Ja, das habe ich nämlich vor ein paar Tagen erhalten von einem Zuschauer-Abonnenten. Ja, also der hat mich schon seit längerem abonniert und so. Und von dem habe ich auch das Rambo 2 Knifey. Also ich weiß immer noch nicht, was ich sagen soll. Ich hoffe, ihr habt mein letztes Auspackvideo gesehen. Ich bin immer noch sprachlos. Ja, also das ist etwas ganz, ganz Besonderes und so ein Herzenswunsch von mir gewesen, das in meiner Sammlung zu haben. Und ja, der hat sich jetzt erfüllt. Und bei diesem Paket, Leute, also ich muss euch das jetzt zeigen und ihr werdet sicherlich auch total sprachlos sein, denn die Größe, Leute, einfach die Größe. Tada! Schaut mal, Leute, ist das nicht der Wahnsinn? Also mein erster Gedanke war sofort, da ist ein Schwert drin. Also ich habe auch nicht drauf geschaut, also ich weiß nicht, woher das Paket kommt, von welcher Firma oder was auch immer. Und vom Gewicht her kann ich es gar nicht genau sagen. Also hier steht wieder drauf, ich weiß gar nicht, warum diese Gewichtsangaben alle nicht stimmen. Also hier steht jetzt auch wieder 0,1 Kilo, Leute. Also es wäre quasi nur die Verpackung, das stimmt schon mal nicht. Bei dem Rambo Knifey stand sogar 0,0 Kilo. Also ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Aber ihr könnt mir mal schreiben, was ihr meint, was in diesem riesen Mega-Paket drin ist. Ja. Und ich bin super gespannt über dieses Geburtstagsgeschenk. Und ja, Leute, ich schneide das mal auf. Also ich habe hier auch schon eine Schere, weil hier sind ja diese Bänder dran. Und könnt ihr das eigentlich sehen? Ja, könnt ihr noch sehen? So, das erste Bändchen ist ab. So, das zweite auch. Das ist so schön, Leute. Das ist wieder so schön. Ja, ich schiebe euch mal ein Stückchen zurück, dann seht ihr nämlich auch mehr. So. So. Gut, oder? Ja, dann könnt ihr auf jeden Fall ein bisschen mehr sehen. Oh, erstmal umdrehen. Ist das geil. Ich finde es so, so schön. So, hier erstmal mit dem Messer. Hier auch. So. Leute, ich bin so, so, so gespannt. Ich bin so gespannt. Ja, Leute, also ein Schwert. Ein Schwert. Da ist bestimmt ein Schwert drin. Und ich packe jetzt den Karton aus. Ich habe das letztes Mal schon gesagt, weil ich so aufgeregt bin, Leute. Ich mache den Karton auf. Wow, man sieht noch gar nichts. Was ist das für eine Verpackung, Leute? Also, Leute, vom ersten Öffnen her, ich zeige euch das jetzt mal. Das ist ein Samurai-Schwert. Das ist echt ein Samurai. Wie geil ist das denn? Also ich habe, Leute, kein Samurai in meiner Sammlung. Ich weiß absolut nicht, was das ist. So, den Karton. Den Riesenkarton zur Seite. So, jetzt lege ich das mal hier hin. Und ich mache die Kamera jetzt mal ein bisschen tiefer, dann könnt ihr auch mit da reinschauen. Hattori Hanzo, handgeschmiedetes Samurai-Schwert. Handgeschmiedetes Meisterstück asiatischer Schmiedekunst. Diese handgeschmiedete Klinge ist aus gehärtetem 1060 Kohlenstoffstahl. Die Klinge ist scharf geschliffen. Der Holzgriff ist traditionell mit echter Rochenhaut belegt und die Griffwicklung ist traditionell angebracht. Schaut mal, Leute, das ist hier als erstes mit bei. Und Leute, ich muss gleich dazu sagen, hier ist dann auch noch so ein Pflegehinweis für Samurai. Ich habe noch nie ein Samurai
in der Sammlung gehabt, habe ich auch jetzt nicht. Und ich weiß überhaupt nicht, was mich hier erwartet, Leute. Das ist etwas vollkommen Neues. Ich habe zwar schon auf Mittelalterfesten Samurai-Schwerter in der Hand gehabt. Das kann man mit diesem hier natürlich nicht vergleichen. Also das macht schon so einen hochwertigen Eindruck, Leute. Schon alleine hier, schaut mal. Dieses Kästchen. Mega schön, oder? Ja. Und ich werde das jetzt öffnen, Leute. Also hier sind so richtig mega tolle Verschlüsse. Seht ihr das hier? Da? So, das werde ich jetzt öffnen. Und dann schauen wir mal da rein. Ist das cool? Ist das cool? So, Leute. Der Moment. Oh, ich muss erstmal an dich, Chris, an dieser Stelle, bevor ich das auch aufmache, super lieb, Dankeschön. Das ist wieder so eine Überraschung. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet und das ist, ja, also ganz neu. Ich bin schon wieder sprachlos heute. So. Wow, was ist denn hier alles drin? Hattori Hanzo, das Schwert von Kill Bill. Wie geil ist das denn? Leute, was ist das alles? Wie mega ist das denn eingepackt? Hier, schaut mal, das ist extra so ein Anhänger. Und da steht dann hier auch drin, dass das das Schwert ist von Kill Bill. Schaut mal, Leute. Wahnsinn, oder? Das ist ja richtig krass. Das ist richtig. Ich muss jetzt erstmal hier reingucken. Also wie gesagt, Leute, das ist alles neu. Das ist vollkommen neu für mich. Ich habe mit Samurai noch nie was zu tun gehabt. Und dann noch so ein Film-Samurai-Schwert. Das ist ja richtig cool. Das ist ja richtig, richtig cool. Kann ich das öffnen? Ja. Oh. Ah, okay, okay. Zum Fliegen und so. Boah, Leute, das ist alles so neu. Ich habe sowas noch nie in der Hand gehabt. Schaut mal. Das ist alles hier mit bei. Und das ist richtig schön in so einem Schächtelchen. Ich hoffe, ich halte das jetzt richtig rum. Und das muss ich mir natürlich durchlesen. Deswegen ist hier auch diese Pflegeanleitung mit bei. Ne? Damit man richtig schauen kann, wie man das dann schön halten kann. Genau, das lege ich mal zur Seite. Das ist ja cool. Also sowas mag ich auch total. Was ist hier drin? Muss ich auch einmal schauen, Leute. Wie geil das ist. Oh, wie cool. Wie cool. Mega. Mega. Das ist schon der Ständer dafür. Das ist ja geil. Mega. Das ist so schön. Da brauche ich mir keine Gedanken machen, wie ich das dann aufstellen kann. Das ist ja geil, Leute. Schaut mal. Also das ist auch so schwarz lackiert. Und ja, hier hat man dann so roten Filz. Das ist ja schön. Das ist ja richtig schön gemacht. Und ja, klasse. Klasse. Voll schön. So, das lege ich einmal hier zur Seite. Leute, der Moment der Wahrheit. Nein, wie schön, ey. Wie schön. Also, das binde ich hier jetzt mal auf. Das ist ja sowas von besonders eingepackt. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr den Film kennt. Auf jeden Fall ist das ja so eingewickelt. Also, das ist so aufwendig gemacht und Wahnsinn. Ich freue mich. So, dann nehme ich das jetzt mal raus. Boah, das ist so lang. Wow. 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 Das ist ja toll. Leute, ich flüster schon wieder. Ich muss das erstmal richtig anschauen. Wie das.
Jetzt schaut mal, Leute. Also ich muss euch das jetzt echt nah zeigen. Mega, oder? Hier, der Griff. Klasse ist das. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, Leute. Das ist so neu. Das ist so goldverziert. Und hier sieht man auch noch das Zeichen und mit diesem Band drumherum, Leute. Sehr, sehr cool. Sehr cool. Und Leute, jetzt, also seht ihr das eigentlich, bevor ich das Schwert jetzt rausnehme? Hier sieht das von innen alles so aus. Natürlich auch gelb, damit das passend zum Film ist. Ja. Und ich ziehe das Schwert jetzt mal einmal hier raus. Wow. Was für eine Klinge. Das ist natürlich jetzt noch richtig eingeölt. Wow. Leute. Boah. Ist das nicht cool, Leute? Damit kann man bestimmt so ein Haar so spalten. Boah, das muss unendlich scharf sein. Das muss richtig, richtig scharf sein. Aber schaut mal, wie schön. Also ich weiß nicht, ob ihr das hier erkennen könnt. Da ist nur eine kleine Verzierung auf der Klinge und so lang. Ja. Ist das geil. Mega. Das ist ja richtig geil. Auch so dieser Griff, Leute. Schaut mal, könnt ihr das sehen? Das ist also echt cool gemacht. Das ist richtig cool gemacht. Dankeschön. Boah, also Leute, das ist mal etwas ganz, ganz anderes. Mein erstes Samurai auf meinem Channel, Leute. Das ist wieder so eine Premiere. Ja, geil. Das reizt mich schon wieder, das zu benutzen, Leute. So. Mega ist das cool. Ist das cool. Ich muss das erstmal, Leute, ich muss das erstmal wirken lassen. Das ist so, ja, etwas Besonderes schon wieder. Krass. Sehr, sehr cool. Danke, danke. Ja, Leute, ihr könnt mir mal schreiben, wie ihr das so findet. Ob das auch etwas für euch wäre. Ob ihr natürlich auch Fan von dem Film seid. Ihr mir mehr dazu sagen könnt, Leute. Ich muss mich da erstmal reinlesen. Das erstmal gucken, wie ich das auch mit dem Ständer mache, um das Schwert jetzt da schön zu platzieren. Leute, und ich muss erstmal einen Platz dafür finden. Für dieses Riesenteil. Das ist ja ultra krass. Das ist ja richtig riesig. Also Wahnsinn. Und auch mit diesem Kästchen dabei und dass dieses Pflegeset und alles schon mit dabei ist, das ist auch nicht selbstverständlich. Also das ist sehr, sehr cool. Also klasse. Echt klasse. Ja, Leute, ich würde sagen, ich packe das hier mal wieder zusammen. Auch hier, der Kordel, schaut mal. Das ist richtig hier so dran und ja, mega, sehr, sehr schön. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo ich einen Platz finde, wo ich das schön platzieren kann. Und nochmal an dich, Chris, danke. Echt mega, also mega. Schaut mal, Leute, das ist ja richtig cool. Und ich mag ja auch, wenn ich mal so etwas anderes in der Sammlung habe, was ich zuvor noch nicht hatte, Leute. Und ein Samurai. Ja, Leute, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch mein Auspackvideo Spaß gemacht hat. Also ich werde euch hierzu natürlich auch noch ein Video machen, werde das natürlich auch noch mal einzeln vorstellen und euch dann genau sagen, was es hiermit auf sich hat, Material und Co. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch Spaß gemacht hat, mir zuzuschauen beim Auspacken. Und ja, hier nochmal, Leute. Ja. Geil, 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 geil. Also hier nochmal das Schwert von Kill Bill. Yeah.
Ja, damit beenden wir das Video, Leute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer ihr das Video schaut. Und wenn es euch gefallen hat, mir beim Auspacken zugeguckt zu haben, dann hinterlasst mir doch gerne den Daumen nach oben da. Und ihr könnt natürlich auch meinen Kanal abonnieren, wenn ihr das bisher noch nicht getan habt. Und wenn ihr dieses Mini-Glöckchen aktiviert, dann werdet ihr natürlich sofort darüber informiert, wenn von mir ein neues Video online kommt. Ja, und dann wünsche ich euch einfach noch ganz viel Spaß bei allem, was ihr so macht. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Also macht's gut, meine Lieben. Ciao!